bei Notfallmedizin. Hi. Da sind wir wieder und dieses Mal soll es so ein bisschen um Beatmung gehen. Beatmung, das hatten wir doch schon. Ja, aber diesmal wird es um die invasive Beatmung gehen. Wir hatten ja schon mal einen Beitrag zu NIFT, also der nicht-invasiven Beatmung. Und diesmal wird euch der Martin ein bisschen was zu der invasiven Beatmung erzählen. Aber bevor wir beginnen, müssen wir uns erstmal überlegen, wann machen wir überhaupt invasive Beatmung. Das wäre einerseits, wenn wir den Atemweg gesichert haben, das heißt, die eigenen Atemantrieb des Patienten ausgeschaltet haben, wenn der Patient aspirationsgefährdet ist, wenn der Patient apnoeisch ist, also beatmet werden muss, wenn der Patient eine respiratorische Insuffizienz hat natürlich, beim Schädel-Hirn-Trauma, wenn der GCS kleiner gleich 8 ist oder aber auch teilweise beim schweren Schock, auch da diskutiert man die Vorteile einer invasiven Beatmung. Ja. Polytrauma fällt mir jetzt noch ein, je nachdem. Also das ist natürlich alles Weiche. Genau. Aber irgendwann müssen wir beatmen. Aber Martin, irgendwann müssen wir ihn beatmen und wie machen wir das dann? Was gibt es denn für Beatmungsformen überhaupt? Ja, Philipp. Also grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Grundbeatmungsformen. Das eine ist die druckkontrollierte und das andere ist die volumenkontrollierte Beatmung. Das sind zwei unterschiedliche Philosophien. Grundsätzlich kann man sagen, dass zum Beispiel in den angloamerikanischen Ländern, vor allem auf den Intensivstationen, eher volumenkontrolliert beatmet wird und in Europa, franco-germanisch quasi, wird mehr druckkontrolliert beatmet. Was heißt das eigentlich? Bei dem einen stelle ich ein Volumen ein, deshalb volumenkontrolliert, das dem Patienten appliziert wird. Da gibt es verschiedene Grenzwerte, dazu sage ich nachher gleich nochmal was. Und das andere, da stelle ich keinen fixen Volumenwert ein, sondern da stelle ich verschiedene Druckniveaus ein und die Art, wie die dann bedient werden. Und dann wird quasi anhand dieser Druckeinstellungen wird Luft in den Patienten geblasen. Beides sind Positivdruckbeatmungen, das heißt, beide applizieren dem Patienten zusätzlichen Druck, um die Luft reinzubringen. Mhm. Weil die einzelne Lunge, da gibt es nicht mehr so viele anscheinend. Was kann man einstellen bei diesen zwei Beatmungsformen? Wenn man jetzt eine druckkontrollierte Beatmungsform möchte, dann stellt man den PEEP, also das untere Inspirationsniveau, den untersten Druck, der im Atmungssystem herrschen kann, ein und den höheren Druck. Und zwischen diesen beiden Druckniveaus verändert sich das und wenn hoher Druck ist, geht Luft rein und wenn der untere Druck ist, geht die Luft automatisch wieder raus. Bis der untere Druck erreicht ist, oder? Genau, genau. Mhm. Dann stellen wir die Frequenz ein, also wie oft appliziert diese Maschine dieses unterschiedliche Druckniveau. Wir verstellen das Inspirations- zu Expirationsverhältnis, also I zu E, wie lang atmet der Patient ein so, und wie lang atmet er wieder aus. Wenn jetzt ein I zu E-Verhältnis von 1 zu 2 wäre, wie wäre das dann, wenn ich jetzt eine Sekunde einatme? Dann atmest du 2 Sekunden aus. Und dann macht die Maschine den nächsten Atemzug. Genau, genau. Kommt darauf an, es gibt natürlich verschiedene Modi, wo der Patient dazwischen laufen kann, aber grundsätzlich heißt zum Beispiel 1 zu 2, eine Sekunde Einatmung, 2 Sekunden Ausatmung oder halbe Sekunde Einatmung, eine Sekunde Ausatmung und so weiter. Und was wir natürlich noch einstellen können, ist der FiO2 oder der Sauerstoffgehalt des Gases, das wir applizieren, 21% Umgebungsluft bis hin zu 100% Sauerstoff. Mhm. Okay, das war jetzt die druckkontrollierte Beatmung. Die volumenkontrollierte Beatmung, da stellen wir, wie ihr euch sicher denken könnt, das Volumen ein. Das heißt, wir stellen das sogenannte VT ein. Wie viel Volumen soll der Patient pro Atemzug von der Maschine bekommen? Dann stellen wir wieder ein unteres Druckniveau ein, das die Maschine die ganze Zeit halten soll, also den PEEP. Wir stellen wieder den I zu E, also das Inspirations-Expirationsverhältnis und den FiO2 ein. Was wir bei beiden Modi einstellen können, sind verschiedene Grenzwerte. Besonders wichtig ist aber bei der volumenkontrollierten Beatmung der obere Grenzwert, der sogenannte P-Max. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Patient bekommt jetzt ein gewisses Volumen appliziert, die Maschine sagt, ich muss jetzt 500 Milliliter Atemgas da reinbekommen und die haut es da einfach auch rein, bis ein gewisser Spitzendruck erreicht wird, den wir einstellen. Und dazu komme ich nachher gleich nochmal. Martin, ich weiß, wir haben schon ganz viel über Beatmung auch diskutiert. Und ich glaube, häufig war die Diskussion ja auch, weil wir aneinander vorbeigeredet haben. Und ich glaube, das muss man auch ganz klar allen Zuhörern sagen, dass die Nomenklatur, also die Benennung von verschiedenen Atmungsmodi, ganz, ganz lange von den Herstellern vollkommen unterschiedlich gehandhabt wurde. Mhm. Mal hieß es zum Beispiel etwas Duopap, Bipap. Die Namen waren immer so ein bisschen unterschiedlich und oft hat man aneinander vorbeigeredet. Mhm. Das heißt,
da muss man sich ganz klar machen, dass man nochmal genau schaut, wie ist es eigentlich beim eigenen Beatmungsgerät. Genau, oder? Und was ist die Firma? Und da gibt es ja noch die Firmen mit den alten Nomenklaturen oder die neueren Varianten vom gleichen Gerät, wo auf den Knöpfen wieder was anderes umsteht. Das ist leider noch sehr, sehr unbefriedigend. Grundsätzlich heißt VCV, Volume Controlled Ventilation, also Volumen kontrolliert, PCV, Pressure Controlled Ventilation. Das sind die offiziellen Begriffe, die nicht irgendwie markenrechtlich geschützt werden. Bebop zum Beispiel ist schon wieder markenrechtlich zum Teil geschützt. Aber Martin, jetzt pass auf, der erste Patient kommt, der wird reanimiert. So, Reanimierte müssen, glaube ich, invasiv beatmet werden, oder? Das fände ich ganz gut, ja. Okay, wie mache ich das? Genau. Also die Atemwegssicherung und so, das besprechen wir, beziehungsweise haben wir zum Teil schon besprochen. Was sind jetzt die Einstellungen? Die Einstellungen sind relativ einfach. Bei der Reanimation möchte ich ein kontrolliertes Volumen in den Patienten reinbringen. Da geht es jetzt nicht um Feineinstellungen und Lungenprotektion, sondern der Patient soll möglichst oxygeniert werden. Das heißt, man stellt eine Atemfrequenz von 10 pro Minute ein. Ja, das ist auch das, was die Leitlinien empfehlen. Und ein Tidalvolumen ungefähr von 6 bis 8 Milliliter pro Kilo. Das klingt jetzt wieder so abgefahren. Man kann sich merken, so 4 bis 500 Milliliter als Tidalvolumen. Der FiO2, der Sauerstoffgehalt, ist bei der Reanimation 100%. Wir möchten so viel Oxygenierung wie möglich, mit auch, obwohl wir wissen, dass Überoxygenierung ein Problem ist, in dem Fall braucht der Patient so viel Sauerstoff, wie er kriegen kann. Wir stellen eine I zu E von 1 zu 2 ein und jetzt kommt der Clou. Damit könnte man ja auch einen normalen Patienten ganz okay beatmen. 10 Frequenz, ein bisschen langsam, aber das ist okay. Was ist das Wichtigste, und das wird so oft übersehen bei Reanimationen, ist der Spitzendruck, der P-Max, ja, oder P-Ho, wie auch immer der dann heißt. Ja, P-Max heißt er bei vielen Geräten, die wir bei uns im Rettungsdienst zum Beispiel haben. Der Spitzendruck muss hoch sein, und zwar auf die maximale Einstellung. Meistens sind es so 60 bis 80 Millibar als Druckbegrenzung. Der muss hoch sein, denn was macht die Maschine, wenn sie den Spitzendruck erreicht? Ja, wenn wir den Spitzendruck auf 20, 30, damit er ja nicht zu schlimm reinpustet macht. Gleichzeitig drücken wir aber auf den Brustkorb. Ja? Das heißt, wir haben die ganze Zeit, 100 Mal pro Minute, erhöhen wir den intrathorakalen Druck und damit glaubt die Maschine, oh Gott, ich blase gegen Widerstand und bricht den Beatmungshub ab im schlimmsten Fall. Das heißt, der Patient wird gar nicht sinnvoll beatmet, egal was wir sonst einstellen. Das heißt, bei der Reanimation muss man darauf achten, dass der einen maximalen Spitzendruck hat. Ja, das war's eigentlich. Denkst du da noch an andere Sachen? Nee, ich sehe das ganz genauso wie du und ich habe mir gerade nur wieder die Situation vorgestellt und das, was eigentlich das Typische ist, ist, dass man die ganze Zeit ein Gebibbel hört. Das muss genau. Und immer, genau, auch wenn es nervig ist bei der Reanimation und das Gerät pfeift und beschwert sich irgendwo und man schaltet irgendwie den Alarm aus, wenn man weiß, aber manchmal ist halt doch die Sauerstoffflasche leer und das Gerät schreit deswegen oder manchmal ist der Spitzendruck zu hoch. Genau. Und gerade bei diesen Geräten, die wir zum Beispiel jetzt bei uns im Rettungsdienst haben, wo man so schön auf Notfallbeatmung Erwachsene schalten kann und der stellt dann so einen Standardmodus ein, ja, was macht er da logischerweise nicht, weil die meisten Patienten ja nicht reanimiert werden. Er stellt keinen hohen Spitzendruck ein. Also denkt dran, wenn jemand reanimiert, Spitzendruck hoch. Genau. Okay. Ja, gut, aber jetzt hat der Patient wieder einen ROSC, also der hat wieder einen Kreislauf, wunderbar, aber der hat ja einen Tubus im Hals, der muss weiter beatmet werden. Genau. Wie machen wir da weiter? Also grundsätzlich muss man sich dann überlegen, wie abgespaced will man die Patienten jetzt beatmen. Die erfahrenen Intensivmediziner, wo gutes Monitoring ist, wo viel Überwachung ist, die werden die Patienten sehr, sehr schnell auf eine druckkontrollierte Beatmung umstellen. Also zum Beispiel, jetzt wenn man den Markennamen wieder sagt, auf eine BiPAP-Beatmung. Ja? Druckkontrollierte Beatmung, da kann man schön schauen, dass man ja nicht die Lunge zu sehr verletzt und sogenannte lungenprotektive Beatmung macht. Im Notfall, also präklinisch, aber auch in einer Situation, wo der Patient noch extrem instabil ist, wo er quasi zwischen der Reanimationssituation und nicht hin und her, wo man vielleicht ins CT, in OP, in Interventionsräume bringen muss, da empfehlen die meisten Leitlinien und Experten weiterhin eine volumenkontrollierte Beatmung, weil die sicherer ist. Wie schnell kann es passieren, dass irgendein Perfusor da drauf steht, der Patient ist zugedeckt, jemand lehnt sich da drauf und plötzlich sind die Druckniveaus wieder völlig unterschiedlich und man kann halt nicht nur auf das achten und übersieht dann vielleicht was. Das heißt, wir müssen gar nicht so viel umstellen. Wir erhöhen vielleicht die Frequenz ein bisschen, so ungefähr auf 12 bis 15 pro Minute als Atemfrequenz. Das Tidalvolumen bleibt gleich, 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm, also 4 bis 500 Milliliter normalerweise. Da muss man auch dran denken, das ist das Idealkörpergewicht. Also nur weil jemand 200 Kilo hat, hat er nicht die Lunge, für die doppelt so groß ist wie der 100 Kilo Mensch, sondern es ist das ideale Körpergewicht anhand der Körpergröße.
den FiO2, also den Sauerstoffgehalt, können wir ein bisschen runterdrehen. Da wollen wir ja auch sowohl nach Reanimation als auch beim Nicht-Reanimationspatienten keine 100% und möglichst viel Sauerstoff reinprügeln, sondern eine Zielsättigung zwischen 94 und 98 mit ein paar Ausnahmen, aber grob, glaube ich, kann man das so sagen. Mhm. Und dann machen wir eins, wir reduzieren den P-Max. Sonst platzt der Patient. Sonst platzt der Patient eventuell. Ja. Wir ziehen den auf ungefähr 30 runter. Ja. Also der P-Max wird runtergedreht. Und der Piep ist dann nicht mehr 0 bis 5, sondern wir fangen dann, denke ich, meistens so um 5 an. Und je nach Problem des Patienten kann man den Piep auch deutlich höher nehmen. Martin, jetzt kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Experten der Beatmung, Pulmologen oder erfahrene Intensivmediziner die Stirn runzeln und Hassbriefe an uns schreiben. Was hältst du davon, wenn wir noch sagen, in einem ruhigen Intensivbett kann man natürlich ganz schnell eine extrem differenzierte Beatmung machen. Und soll man auch, ja. Soll man auch. Wenn man den Patienten aber auf einer Schaufeltrage ein Treppenhaus runterträgt, dann ist sicherlich mehr Platz für eine volumenkontrollierte Beatmung, weil man einfach sicherer ist. Genau. Die heutigen Beatmungsgeräte können ganz, ganz viel. Die Unterschiede sind gar nicht mehr so streng, wie sie früher mal waren. Sehr viele von den Grenzwerten und automatisch intelligente Modi machen dann auch so Hybrid-Beatmungsmodelle. Im Endeffekt ist es so, wir müssen dran denken, was ist unser Ziel. Auf einer Intensivstation im späteren Setting ist es natürlich Ziel, die Lunge möglichst schonend zu beatmen, weil man auch weiß, dass nach relativ kurzer Zeit schon Schäden auftreten an den Lungen, durch hohe Drücke, durch hohe Scherkräfte an den Alveolen, an den kleinen Atemwegen. Aber draußen im Notfallsetting beim maximal instabilen Patienten ist es wichtig, dass der oxygeniert wird, dass der nicht erstickt. Ja, da ist uns das einfach wichtiger. So, und jetzt nochmal, weil wir gerade über die Hassbriefe geredet haben, kann man das noch mehr vereinfachen. Naja, ihr wisst, ich bin ein großer Fan der 4 Uhr früh nicht nachdenken Regeln. Und wir stehen ja auch immer auf so 5er Regeln. Deshalb eine Regel, wenn ihr gar keine Hirnkapazität habt und jemanden notfallmäßig beatmen müsst. Was stellst du da ein? Vielleicht habt ihr sogar das Pech, ein falsches Beatmungsgerät zu haben, wo ihr euch nicht mit dem Detailsetting, soll natürlich nicht sein, aber es kann alles vorkommen. Also, was macht man im Worst Case? Im Worst Case kann man sich wieder die 5 merken. Also, Piep 5, Atemfrequenz 15, VT, also Hubvolumen 500. Damit macht man mal nicht allzu viel falsch. 5. 15, 500. Völlig richtig. Und wieder so eine 5er Regel. Und sogar ich habe es kapiert. Beeindruckend. Das war's zum Thema Beatmung von mir, Philipp. Was meinst du? Das fand ich wieder exzellent. Du hast mir wieder einmal aufgezeigt, dass Beatmung eben hochkomplex ist. Und ich glaube, Problem bei der Beatmung, dazu machen wir einfach noch. Dazu machen wir noch was. Oder? Also bei der Beatmung kann man natürlich erstens auf Probleme reagieren, die so klein auftreten, aber es kann auch sein, dass plötzlich irgendein massives Problem ist und man muss schnell einen guten Algorithmus haben, was arbeite ich jetzt ab, was mache ich jetzt, wenn der Patient plötzlich nicht mehr beatmbar ist. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich auch. Cool, vielen Dank. Dann würde ich mal wieder sagen, ihr kennt mich, ich würde mich freuen, wenn ihr teilt und liked und uns auf jeden Fall Feedback und Kritik zukommen lasst. Wir sind gespannt, was euch interessiert oder wo ihr Fragen habt. Und auch wie ihr das macht. Beatmet ihr alle Volumen, Druck kontrolliert? Bitte gern Feedback, was sind eure Erfahrungen? Und jetzt machen wir eine kleine Umfrage. Postet doch einfach mal entweder Fragen, aber auch das Beatmungsgerät, mit dem ihr beatmet, wenn ihr beatmet. Jawohl. Wir freuen uns. Bis bald bei Nerdfallmedizin. Ciao. Ciao.